schönes Bild am Himmel ergibt mit diesen fünf Warbirds. Und später werden wir nochmal, wir haben noch mehr hier am... Hello! Hello to you! Hello to all modelers in Ireland! Das ist auch der 120er, ja? Das ist ein 140er. Oh ja, 140, ist aber. Ja, so jetzt. Das wird meine Damen und Herren, ich darf Sie erstmal recht herzlich begrüßen hier in Mücke 2002 bei der 3-Weg-Flugshow. Auf dem wunderschönen Flugplatz des LSV Mücke. Liebe Piloten, es ist Punkt 10 Uhr. Es wird jetzt losgehen mit unserem Programm. Der Wettergott hat wirklich ein Herz für uns. Wir haben also im Internet nochmals nachgeschaut. Wir haben in Frankfurt angerufen beim Luftamt. Fragt, wie das Wetter ist. Und so wie es ausschaut, haben wir heute ein wahnsinniges Glück. Und nochmal, wir haben hier Showflugpiloten aus den Vereinigten Staaten, POC-Piloten. Wunderschöne Warbirds, alles was Punkto Modellflug betrifft. Morgen erstmal an alle, wer mich noch nicht kennt. Ich bin der Bernd Lohwasser, erster Vorsitzender der Luftsportgruppe Mücke. Im Namen der Luftsportgruppe Mücke begrüße ich euch auch heute hier zum dritten 3W-Flugtag. Peter, mich kennt ja jeder, oder? Also ein herzliches Willkommen im Namen unserer Firma und wie jedes Mal, das ist das dritte Mal, wollen wir diese Flugshow unter dem Motto Freude und Spaß machen. Ich habe den Piloten angerufen, ich weiß nicht, wer das Gerücht in Umlauf gesetzt hat. Hier dürfte nur 3W als Motoren fliegen. Das stimmt nicht, das hat weder der Peter noch wir irgendwann im Umlauf sind. Wir haben sogar so viel. Martin, erstmal. Ja, erstmal ein schönes und herzliches. Ich war gestern auch schon hier und so wie wir gestern geflogen sind, können wir leider heute nicht mehr fliegen. Es spielt sich vor dem Zaun ab. Keiner fliegt nach hinten. Die Grenze. Und es geht jetzt sofort los. Bernd, Christian, macht euren Motor an. Und heute noch 15, morgen ist ein Jahr älter. Also wir haben heute Nacht noch was zu feiern. Ja, und das ist jetzt diese berüchtigte Figur. Bernd Thomas ist 15 Jahre alt und die Fraktion und hier ist die Leistungsmodell. So, und als nächstes hier auch ein junger Mann, von dem wir in den nächsten Jahren wohl auch noch einiges erwarten können. Jens Braun. So, die Piloten, die jetzt schon anwesend sind, wenn ihr euch angemeldet habt, ihr braucht unbedingt einen Ausweis, den ihr auch offensichtlich tragen wird, dass man ihn sieht. Wir haben also hier dieses Jahr einen Security Service. Thank you.
Dream Machine. Aber hier eingebaut ist nicht der Vierzylinder, Boxermotor von So, die Piloten, die jetzt schon anwesend sind, wenn ihr euch angemeldet habt, ihr braucht unbedingt einen Ausweis, den ihr auch offensichtlich tragen sollt, dass man ihn sieht. Wir haben also hier dieses Jahr einen Security Service. Der kennt hier keinen von den Piloten, weil wir vermuten, dass also wirklich jede Menge Modelle kommen. Und dass wir vorwärts spielen. Jetzt schon erschienen sind hier in Mücke bei den 3D-Flugtagen mit unserem Showflugprogramm. Wir haben also hier. Dieser Motor hier, der ist von innen viel, der Doppelzündung alles. Na gut, der transportiert sich auch. Aber sonst ist der auch hier, meine von der Performance wird ja wahrscheinlich ziemlich viel zu nehmen. Do you have any euros that you can change me on the dollars? The bank is closed. You want some euro? Yeah, I have dollars. It's okay. You can change it? Give me dollars. Ja.
Das macht Spaß, Jens.
denke ich mir, und gleich einen Rollenkreis. Und Rollen, Rollen, Rollen. Super. Und komplett über die Achsen gedreht. Liebe Zuschauer, jetzt schon erschienen sind wir in Mücke bei den 3D-Flugtagen. Okay. So. What's the answer? Yeah. Okay. We will do that tonight. Say. Yeah, yeah. That's my invention. Mm-hmm. Leider keine mehr weltweiten Flüge. Modell mit einem 60 Kubikzentimeter 3W Einzylindermotor. So ein 7-Zylinder Sternmotor. So, und Thomas Brandt ist soeben gelandet. So, und jetzt. Ja, Peter, Montag, Dienstag, Mittwoch, muss gerade sagen, das passiert, deswegen einige von diesen Oldtimern haben auch unter den Tragflächen. Ja, Hemé im Rückenflug. So, wie man hier sehen kann, die M35 verfügt auch über Landeklappen. So, Dankeschön für die Vorführung mit unseren Oldtimern. Und so langsam werden die Kollegen wach hier. Was Geschichte geschrieben hat, die Dornier 335 V10, so war sie genannt. Sind ausgefahren und der Armin. So, das ist kein Problem, weil er hat zwei Motoren. Jawohl, Dankeschön, Armin Morgenheck mit einer Dornier 335. Armin, dann bitte ich dich auch langsam, die Landung einzuleiten. Der Dominik Kammerlander, angereist aus der Schweiz. Und er gibt hier auch eine extra... Ja, Moritz Schreiner und den Karl-Heinz Ruf. Ja, Dominik, super, Dankeschön für deine Vorführung. Und ich habe es erwähnt, 150 Kubikzentimeter Boxermotor. So, und jetzt mit seiner Raven, das ist ein Flugzeug, was heutzutage in Gefahr ist.
So, und jetzt, wie ich den Jürgen kenne, zack, an den Propeller gehangen. So, Smog on. Und jetzt, meine Damen und Herren, und meine Damen und Herren, ja, schauen Sie sich das an. Das ist ein Bild, was man auch nicht so oft sieht. Fast windstill hier. Wahnsinn! Wahnsinn. Super! Wir werden heute öfter mal andere Sachen reintun. Also das ist natürlich auch so ein Appetitanreger. Ja, Jürgen, danke schön für deine Vorführung, Jürgen Schein. Ja, also der Junge war vor zwei Jahren auch schon hier angereist, um die Flugzeuge der Firma 3D auch vorzukriegen und am Start der Liste, also nicht genannt. Und schauen Sie sich das an, bitte von Mancini. Ein zum Mancini-Motor und jetzt in der Rückfluglage, in die Messerfluglage, normal American ist live hier. Let's go! Keller gehangen, 150 Kubikzentimeter. QS, so heißt der Motor von der Firma 3D. Kiki Samantini, eine spezielle Version für diesen Piloten, die Top Roll. Mit dem Ultimate 2,35 Meter Spannweite. Und dieses Flugzeug ist von der Firma FSC. Und die Firma 3D hat hier auch einen großen Stand. Ja, und man sieht ja auch die Ruder, wie er steuert, um dieses Modell in dieser Fluglage zu halten. Ich nehme mal an Butterweich. Deshalb kann es nicht sein, ich habe 232. Das Modell ist was. Kilo und ist motorisiert mit dem neuen 200 Kubikzentimeter 3W Boxer Motor. Flachtrudel. Und solch eine Figur im Original ist auch ganz toll. Und wer jetzt hier diesen Erdbeergeruch so ein bisschen schnuppert, das ist also hier das Smoköl mit Erdbeergeschmack. Das stimmt wirklich, sehen Sie das? Das Erdbeer drin. Da darf man auch mal applaudieren. Und wenn man von nah anschaut, achten Sie bitte mal auf diese spezielle Natierung für Erdbeer. Da muss man also Obacht geben, dass da nicht zu viel nachgedrückt wird, so eben wieder gebraucht. Ja, Karl-Heinz Ruf. Dankeschön, Karl-Heinz. Wir werden dann nachmittags nochmal sehen. So langsam spielt sich das hier auch ein mit unserer Vorbereitung. So, und dann bitte ich den Piloten auch zu landen. Visierter Pilot. Wie viel Scheibenwischer antreten? Scheibenwischer antreten. Ja. Dann fährt er ein und der verriegelt den wieder nach da. Der kommt eh raus. Und dann der hier durch. Ja, das ist wohl die Hans Bordier mit seiner Pitz ist ein. Schauen Sie das an. Super Landung. Dankeschön, Hans Bordier aus Sinsheim. Original. Wird das jetzt gleich die Turbine hochfahren auf ca. 100.000 Umdrehungen. Dann die Radbremse lösen. Und dann geht's los. Man riecht auch hier schon ein bisschen Kerosingeruch und so geht's. Ganz einiger. Und der Ampel
seine Eigenarten. Es hat noch einige Monate gedauert, sich zu lernen. Und der Salamander, also das geht nicht, ja. Also das solltet ihr aber wissen. Also wir haben einen Trainer hier, Bernd Albinger, mit seiner Handel, die 100 Meter, wie sauber er ist. Der Radius, der gezogen wird mit solchen Turbinen, mit solchen Jets, war also eine Konstruktion. In 80 Tagen wurde dieses Flugzeug von Ebner, das Modell, Bernd Albinger, mit seiner Heinkel T-162. So, und jetzt achten wir auf die Landung. Ja, ich bin aber verriegelt. Jawohl. Besser geht es nicht. Applaus für unseren Bernd Albinger. Ist ein Opel, was für eine Farbe? Weißt du nicht. Egal. Schwarzer Opel. Also diesen T-O-C-Piloten. Den Hempes. Dann den Garrett Morrison. Und last but not least haben wir den Ransom Fairchild. Und das sind die Jungs aus den Vereinigten Staaten, meine Damen und Herren. Die also hier diese Woche, die sind zum Teil am Montag angereist. Lass uns dich jetzt mal faszinieren, was da auf dich zukommt. Expo Startfrei! Ja, und da achten Sie mal drauf, wie dicht die teilweise zusammenhängen. So, jetzt hören, zack! Und abwärts! Da darf man ruhig mal applaudieren. Und was meinen Sie, wie der Peter Weinholz jetzt gerade da hinten steht und ist ein Pilot? Mann, die sind doch so verschiedene Pilot. Und noch ein bisschen dichter, dann ist das noch viel schöner. Oh, ich hab's Ihnen gesagt, achten Sie drauf. Holen Sie Ihre Kameras, was das lohnt sich. Fotoapparate und jetzt wieder. Auch erst wieder so langsam angeschlichen. Der erste hängt schon in der Torkrolle, der zweite daneben. Oh weh, oh weh, oh weh. So, jetzt rein Sie. Wo ist der Applaus? Let's go, let's go. Wir schauen uns da an, schauen Sie sich das an. Wahnsinn. Unsere Jungs aus dem Vereinigten Staaten. Kiki Somocini. Wir haben es. Let's go! Wahnsinn, was Sie hier zeigen. Ich habe das gestern das erste Mal gesehen. Ich traute meinen Augen nicht. Jetzt hier! Das ist der Haus! Schauen Sie das an! Und den haben wir vor! Jawohl! The Show must go on! Und das neben mir. Er war mehrfacher deutscher Meister. Jetzt da, und er schüttelt nur noch mit dem Kopf, der sagt, Wahnsinn, Wahnsinn. Meine Damen und Herren, und einmal noch irgendwie anfeuern, weil ich weiß, Sie kennen mich auch mit dem Leiter, let's go, yeah. Und ich denke mal, wenn die beiden jetzt gleich gelandet sind, die haben sich nochmal einen riesigen Applaus verdient. Bei sowas, da hört schon verdammt viel Mut dazu. Ja, meine Damen und Herren, Kike Somocini, Bill Hempes, Garrett Morrison und Ransom Fairchild. Thank you for the show, and gentlemen, just look here. Ja, und Jan Hensleit ist im Moment dabei. Jan, alles klar, und los geht's, sofort startet und in die Rückenlage. Und schauen Sie sich das an, nachher auch eine Autorotation. Jawohl, gibst du mir ein Zeichen? So, und man meint, wie der Motor steht, er hat also die Drehzahl extrem runtergefahren. Und da kann man fast rasen mit ihm mit. Und noch etwas tiefer, Jan. Jawohl, super, schauen Sie sich das an. Die Jungs haben Nerven, wie er steht. Und er ist in der Rückenlage, Normalfluglage. Und jetzt, vor die Füße, Jan Hensleit, Dankeschön für deine Vorführung mit deinem 3D-Helikopter. Ja, wie die da läuft. Tja, ich denke mal, ich habe ihm noch nicht zu viel versprochen. Ja.
motorisiert mit einem 100 km/h. Bitte machen Sie nach vorne und nach hinten. Spaß muss sein. Die Jungs verstehen das. So, jo. Drückt mal den Piloten die Daumen, man sieht auch, es kommt verdammt schnell rein, das kleine Biest. Gib Gas, jawohl. So, das ist der Andreas Ruppert. Und man sieht ja auch, diese kleine Tragfläche, hier die hohe Flächenbelastung. Andreas, geh durch. Ja, das ist es, das wusste ich bei den... So, Montag, Dienstag, jawohl, und das hat er super gemacht! Ganz toll! Und Sie merken auch bei mir, da schlägt das Herz höher. Ich kenne also diese kleinen Biester. Sag ja, Start und Landung, das ist hier angesagt. Super, super Airshow-Piloten hier vor Ort. Und jetzt, meine Damen und Herren, vom Ufer ein Flugzeug, was wie bei diesen Kunstflugzeugen. Und jawohl, die Erde hat sie wieder. Schauen Sie sich das an. Die gelbe Reifuchs und die rote der Herbert. Nochmal einen Applaus für unsere Herbert. Und lassen Sie sich jetzt mal faszinieren. Robert Fuchs. Robert Fuchs, jetzt schauen Sie sich das an. Messerflug über den ganzen Platz geflogen. Robert! Juhu! Langsamer Anflug in der Rückenlage. Ja, Robert. Hören Sie mal den Monat. Ja, Robert, noch weiter runter da hinten. Solche Manöver, Smoke on. So, Robert, und los geht's. Das nennt man Hovern. So, und jetzt hat er sie, die berühmte Torque Roll. Und ich weiß, der Robert, der kann das auch. Der kann das ganz besonders gut auch mit dem Leitwerk aufsetzen. Schauen Sie sich das mal an. Er hat halt jetzt etwas mehr Wind. Sonst würde er jetzt komplett schon im Rauch, im Nebel da stehen, verhüllt sein. Er hat das Modell selber gebaut, er hat eine ganze Weile dabei. Jawohl, jawohl! Aufstiege! Juhu! Ich mache das doch, was ich hier sage. Hätte ich mir gedacht, ja! Meine Damen und Herren, desto lauter Sie applaudieren, desto mehr machen wir da vorne, aber ich denke mal, mehr kann man schon. Robert, rumdrehen! Dreh den Flieger rum! Das wird nichts! Hör auf! Was? Ja. Das hast du ich denke mal, das spricht doch für den Piloten, oder? Ganz einfach, ich muss das berichtigen. Robert Fuchs aus Stöckelsberg, Dankeschön mit deiner Raven. Meine Damen und Herren. Das zeigt hier wirklich für das Können. Werden die auch miteinander landen.
Hartbahn. Und jetzt bremsen rein. Schauen Sie sich das an. Abgebremst. Wir nehmen etwas die äußere Grasbahn. Achtung, passt auf. Hoppala. Hey, da ist nichts passiert. Und ich bitte Sie noch mal um einen riesigen Applaus. Die Moderation, die du immer machst. Und die Sprecher. Der Thomas Friedrich mit einer extra, auf einer 3D, extra 330. Mit, auch mit einem 150 cm Boxermotor der Firma 3D. Das ist in der Linksachsen. Vielleicht noch was zu den Mitterrorien, wie die großen Brüder und Schwestern. Ja, war schon tolle Vorbereitung von den drei. Und ich sauberer Turn. Und jetzt hat er eine Smoke-Anlage funktioniert eigentlich. Und jetzt sind wir hier einen wunderschönen Rollenkreis. So eine Smoke-Anlage funktioniert eigentlich ganz einfach. Es wird mit einer Hochdruckpumpe Rauchöl in ganz langsam schwebt die extra hier zur Landung herein. Und super Landung. Ich denke, es ist ein Riesenapplaus für Thomas Friedrich mit der extra 330. Wir sind oben hier für auf dieser 3D-Flugshow. Die 3D-Extra. Hier, der Andreas Ruppert, er hat hier die Kündigte Mars mitgemacht. Das ist jetzt auch in einer umgebauten Skijury. Beide Flugzeuge sind ausgerüstet mit Einziehfahrwerken. Und meine Damen und Herren, lassen Sie sich jetzt mal überraschen. Bearcat Rareware, 300 km/h schnell. So, was ist denn mit einem Fahrwerk? Wie es richtig erscheint, sollte man die Landung einleiten. Und schauen Sie mal, wie gut mit den ganzen Flugzeugen sind. Das Gewicht, das absolut knapp 20 Kilo, der Bearcat Rareware. Kann passieren. Der Andreas die beiden nachher nochmal sehen werden. Ja, schade, aber das ist absolut reagiert. Wenn da irgendwie technische Probleme auftreten, sofort landen, kein Risiko eingehen. Und das ist eine Tiger Cat, das ist schön, wir haben einige aus der Katzenfamilie da. Sebastian Hund aus Köttelstein. Sebastian, sag dich mal. Warum? Sebastiano Silvestri, Alter 28 Jahre. Das ist korrekt. Nein, unser Sebastiano Silvestri. Meine Damen und Herren, auch ein COC-Pilot. Eine Katana, ein italienisches Kunstflugzeug, was im Original nicht umsetzen wollte. Und er hilft hier schon mit dem Seitenruder, meine Damen und Herren. Da darf man auch mal applaudieren.
Oh, in die Messe ruft hier. Dieses Flugzeug gebaut, das ist auch ein Flugzeug aus dem Hause 3W. Langsam anrollen und dann gleich. In Frankreich und ich wusste gar nicht, was das für eine Maschine ist. Eigenheiten hat er hingeschrieben, Besonderheiten, dieses Zweimotorik, das man hier auch sehen kann. Und der Stefan Gottwald kommt aus Fulda und zeigt uns jetzt hier diese wunderschön gebaute Tiger Jet. Er ist echt geil, bitte hier vorne mal. So, jetzt kriegt man den Stefan den Daumen, das sieht gut aus. Schauen Sie sich das an. Super, danke schön, Stefan Gottwald, mit einem Tiger-Jet aus dem Hause von der Welt. Really serious. Okay, der Wolfgang wird jetzt nochmal kurz zu Highspeed-Flug machen. Los geht's, Wolfgang Kappler, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen eben schon gesagt, die Leistung dieses Flugzeugs, jetzt schauen wir mal, ob das Fahrwerk auch ein. Motoren werden angelassen und man sollte nicht zu lange warten für den Start. Aus einem ganz anderen Grund, die Flugzeuge brauchen. Hoch, ey! Ja, da ist nichts passiert. Norbert, schalt bitte dein dreimal Nemesis. So, Ralf Binder jetzt hier auch in dem Teil. Jawohl, super. Danke nochmal für euch drei. Meine Damen und Herren, nochmal einen Applaus für unsere drei Aero-Trainer. Dankeschön. Die Spannweite beträgt hier 4 Meter. Motorisiert ist sie mit einem 150 Kubikzentimeter Powermaster. Und vielleicht hat der eine oder andere schon gesehen, das Finish da drauf ist sehr bemerkenswert. Im Airbrush auf dem Kabel in den Reifen. Damals war das wahnsinnig groß mittlerweile. Bitte mal ein bisschen tiefer. Ein bisschen runter da hinten, das geht schon mit dem Flieger. So, meine Damen und Herren, schauen Sie sich das mal an. Ich höre gerade einen Applaus. Das ist auch okay. So, geht ihr noch ein wenig runter? Und das ist ein Applaus. So, geht ihr noch ein wenig runter?
Ich habe ihn nicht zum Ziel verstoßen. Und ja! Wahnsinn! Wahnsinn! Ich bin aufgeschrieben, mit Sandra aus Chile verheiratet. Sie ist also auch hier. Ja, meine Damen und Herren, ich denke nochmal, das ist nochmal ein Riesenapplaus, ne? Viele Dank für die Aufmerksamkeit, Kämpfer von Show! Super! Also das geht nicht, ja. Also das solltet ihr aber wissen. Also wir haben einen Scanner hier vor Ort, dass die Landung klappt. Ladungsreihe 6 Meter und der Segleranlage hat ein Abfluggewicht von 19,5. Bei diesen großen Seglern muss man die Flächenbelastung herbekommen, und den Seglern genau die Menschen aufgestockt. Ich habe einen Fall über die Wolken. Könnten wir jetzt nochmal schließen. Das ist das Ende. Das ist der Pilot. Der Pilot, das ist der Pilot, das ist der Pilot. Hat er mal erklärt, weil ich den Knopf nicht spielst oder was? So, und es geht weiter hier. Mit den beiden Twins. Ich weiß nicht, was drankommt wird. Keine Ahnung. 25 ASS. Auch ein Oldtimer, der Geschichte geschrieben hat, das Spiel ist Ende der 60er. So, seid ihr bereit? Alex, Stefan, Steffen. Ja, Startfreiheitsfänger in Oslo kam dieses Flugzeug. Die das ist ein wenig Motor her. Und die Schiffe, die jetzt werden, beide Schiffe werden nicht verlieren. Ja, einmal Steffen Zaun mit der 57 Fahne, die ASS. Das ist hier das Seitenruder betätigen, dass das Flugzeug gerade gehalten wird. Platten sind ausgefahren. Und er hat sogar noch die Querruder nach oben gestellt, um den Auftrieb zu verringern. Jawohl, danke schön, Alexander Wolonski. Euch beiden, ja, es ist Seitenwind, das bleibt das schön, das ist ein Problem. Und dann geht es jetzt hier mit dem Roland Nacht. So, ganz kurz noch, meine Damen und Herren, Roland Nacht, wir auch. Mit seiner Extra des Hauses 3G, der war übrigens Mitkonstrukteur dieses wieder mehrerer internationalen Wettbewerbe. Und meine Damen und Herren, lassen Sie sich jetzt faszinieren von dem Riesenballprogramm Roland Mann aus Lichtenstein.
Der erste Vorteil dieses Vereins. Und das ist der Volker Fischer und Wolfgang Kappler. Und los geht's, es sind beide. Er macht noch einen langsamen Überflug. Wieder innerhalb von 1 bis 2 Sekunden. Aber das sieht gut aus. Jawohl, das war einmal der Volker-Sieger mit der Essen. Haben wir 10 Glück. Wolfgang, schauen wir an und Radbremsen. Jawohl, super. Danke schön für eure Vorführung. Ihr kennt es doch immer. Ihr seht es doch fast jedes Wochenende. So. Die Sieben Hälfte sind ja gerade fest. Werner, es geht los. Und übrigens, Werner. Ja, meine Damen und Herren, und hören einen kommenden Applaus. Ich habe es persönlich auch schon einmal erlebt, ganz einfach auf meinem Liga als Durchstartmanöver. Und jetzt hier Landesscheinwerfer eingeschaltet. Und so nah sehen Sie das bestimmt nicht auf dem Airport. Und jetzt im Endteil, Platten ausgefahren. Jawohl, super Landung. Dankeschön für die Vorführung. Peter Lücke, super. Und jetzt Alexander Heindl. Ja, wunderweit. Dankeschön für eure Vorführung. Super, dankeschön. So, und jetzt geht's weiter mit einem F-Schlepp. Ein paar Daten zu den Modellen. 3 Meter Spannweite hat der Twist-Trainer und wird angetrieben von einem 100-Kettler 3D. Und der Fox hat eine Spannweite von 2 Meter 35. Roland Matt, er ist Startler, er hat seinen Sender, er hat seinen Kanal. Liebe Gäste, liebe Piloten im Zuschauerraum, setzt euch bitte hin. So, und jetzt Roland Matt mit seiner extra Schande, meine Damen und Herren. Und wieder in die Normalfluglage. So, danke schön, Roland Matt aus Lichtenberg.
Ich muss ja jetzt noch was vorbereiten. Oh, es gibt auch in Mangragen einen. Jetzt ist vorne zum Eingang zu gehen. An der Vereinigung. Was guckst du mich so an? Wie groß, wie alt bist du denn? 13. Ich bin auch Airliner-Kapitän. Und Spannweite der Lok ist super hoch. Und die Flugzeuge sind jeweils motorisiert mit 4x12,5 Kubikzentimeter Methanolmotoren. Und das Passagierflugzeug, das zuverletzte dreimotorige Passagierflugzeug der Welt. Weil einer ist immer ausgefallen. Es gibt weltweit in den Vereinigten Staaten noch drei Stück, die am Fliegen sind. Europa-Tournee rüberfliegen aus den Vereinigten Staaten und wird dann hier auch Gästeflüge durchführen, Passagierflüge, Nostalgieflüge durchzuführen mit solch einer Super Constellation. Trotzdem noch, und das ist Uli Richter seine, und so wie ich ihn Uli kenne, wird er jetzt sofort zur Landung reinkommen. Und es laufen nur noch zwei Motoren, Uli, und das sieht gut aus. Dankeschön, Uli Richter mit seiner Super Constellation. Hier, es dürfen noch ein paar hierher kommen, hier rüberstellen. Hier mitgebracht. Ein Flugzeug, was auch auf jedem Modellflugzeug gebraucht. Und hier Wolfgang Renault im Endteil. Super. Wolfgang Renault und Uli Richter. Hat das jeder verstanden? Wie heißt du denn? Marlon! Jo, der ist so klein, aber der hat eine Stimme, das ist Wahnsinn. Wo kommst du denn her, Manuel? Von Langenau! Von Langenau, Junge, Junge. Du bist ja super drauf. Und wie alt bist du? 4! Jesus! Hat dein Papa auch ein Flugzeug mit? Ja! Also solche direkten Antworten habe ich noch nie bekommen, meine Damen und Herren. Das ist gigantisch. Freust du dich schon, Manuel? Ja! Super! So, meine Damen und Herren. Hier Vorbereitung, liebe Kinder, geht noch mal ein Stück zurück hier. Habt ihr das verstanden? Ja! Ihr seid spitze. Passt mal auf, achtet mal auf dieses Flugzeug, das da jetzt gerade rausstartet. Stefan, würdest du bitte mal meine Modelle zudecken? Ich muss. So, Armin, was ist los? Ich muss jetzt aufschauen. Ja, bin ich da, easy start. Da wird der Modell erst gerade gelegt. Da konnte man einen wunderschönen Leerlauf bewundern. So, und meine, da sind sie gelandet, meine Damen und Herren. Und nochmal einen riesigen Ja.
Jocke Wulff 190, soeben gestartet. Mit einem BMW 801 14-Zylinder Stern. Hat 200 PS mehr Startleistung wie der originale BMW 801, der in dieser Focke Wulff 190 installiert war. 800 Kilo leichter wie das Original. Und ich bin gespannt, wie der Erstflug aus vonstatten geht. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Und jetzt ist er soeben gestartet. Ali morgen weg mit seiner Do 335 eine Startleistung von 1400. Er ist eine Focke Wulff erbeutet. Und sind dann hergegangen, haben den Motor genommen und haben den Motor versucht nachzubauen. Steht in Washington DC im Museum. Da kann man also diese 35 entwickelt und konstruiert worden ist. Genau, wenn ich Bernd Eilinger frage, ob er mitfliegt mit seiner Salamander, der wäre der letzte. Der dazu sagen. So, Daumen drücken, jawohl, die Focke Wulff ist sauber gelandet. So, sehen wir schon. Und jetzt startet ein sehr komisches Flugzeug auf der linken Seite zur Landung. Aufgesetzt Applaus aus dem Piloten des Banaschwepp. Auch saubere Landung mit der Zylinder. Meine Damen und Herren, es geht los. Der dritte Italiener. Let's go, Sebastiano. Und los geht's. Zack. Und jetzt brauche ich sie nochmal und wir müssen den Jungen jetzt nochmal ein bisschen anfeuern. Geboren in Bozen in Südtirol. Und ich lese es wieder vor. Er wird nächstes Jahr Sabina Loiani heiraten. Wo ist sie? Da vorne steht. Da darf man auch mal applaudieren. Ja, er hat sich entschieden. Beide. Das ist ja, die Frauen muss man erst noch finden, wenn man es verrückt gut machen. Ja, also ich. Nice, isn't it? Very neat. Very nice. Sean, und die Leute, die hier vorne im Vorbereitungsraum nichts zu suchen haben, bitte diesen Vorbereitungsraum. Tja, meine Damen und Herren, ich darf Sie erstmal recht herzlich begrüßen hier in Mücke 2002 bei der Drei-Weg-Flugshow auf dem wunderschönen Flugplatz des LSV Mücke. Liebe Piloten, es ist Punkt 10 Uhr. Es wird jetzt losgehen mit unserem Programm. Ja, der Wettergott hat wirklich ein Herz für uns. Wir haben also im Internet nochmals nachgeschaut. Wir haben in Frankfurt angerufen beim Luftamt, haben nachgefragt, wie das Wetter ist.
Und so wie es ausschaut, haben wir heute ein wahnsinniges Glück. Und noch, wir haben hier Showflow-Piloten aus den Vereinigten Staaten. Und es geht jetzt sofort los. Bernd, Christian, macht euren Motor an. An die Piloten, die gestern absolut diszipliniert. Wir heute viele, viele Versionen hier am Platz haben mit verschiedenen Finishgebungen. Also, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, es besteht also heute die Möglichkeit, um 13 Uhr sich die Modelle hier von nahen anzuschauen. Der Firma 3W, die hier logischerweise vor Ort ist, mit einem Infostand, motorisiert mit 150 Kubikzentimeter Boxermotor, Doppelzündung. 9,20 Meter Spannweite. Und jetzt Johnson, der ganze Pilot, die Hüften schwingen sich. Und jetzt duckt er, zieht den Kopf ein und wieder nach links. Lass den Knüppel an der Fernsteuerung, reiß ihn nicht ab. Und jetzt Achtung, auf sich zu und jawohl. Und die Beinarbeit des Piloten, sieht das an. Und Achtung, jetzt werden die Störklappen ausgefahren. Sie sehen das oben und jetzt wird der Pilot auch immer kleiner. Achtung, 9,20 Meter Spannweite, schauen Sie sich das an, ja, er geht in die Knie. Markhaus aus Frankreich, danke schön. Er steuert nach links und der Rennpilot, die Hüften schwingen sich. Und jetzt duckt er, zieht den Kopf ein und wieder nach links. Lass den Knüppel an der Fernsteuerung, reiß ihn nicht ab. Und jetzt Achtung, auf sich zu und... Jawohl! Und die Beinarbeit des Pilotens? 9,20 Meter Spannweite, schauen Sie sich das an. Und Achtung, jetzt werden die Störklappen ausgefahren. Sie sehen das oben. Und jetzt wird der Pilot auch immer kleiner. Achtung, 9,20 Meter Spannweite, schauen Sie sich das an! Ja, er geht in die Knie! Markhaus aus Frankreich, Dankeschön für diese Woche. Und wie heißt du? Manuel, das machen wir heute Nachmittag. Ist das okay? Die Meter Rasen da hinten sind knapp 400 Meter. Und ich denke mal, der hier. Alles Gute zum Herbst. Um ein exzellenter Showflugpilot aus Deutschland, der in ganz Europa ist. Geschichte ist mittlerweile ein Flugzeug, eigentlich ist schon ein Oldtimer unter den Kunstflugzeugen, aber es ist immer noch wettbewerbstauglich und es wird auch wettbewerbstauglich. Sehr viel geflogen, das Original. So, jetzt hier langsamer Rückenflug. Tja, dann wollen wir nochmal applaudieren, meine Damen und Herren. Jetzt hier im Messerflug. Zack! Und schaut euch das mal an, liebe Piloten und auch liebe Zuschauer. Extrem leicht dieses Modell, komplett in Holzbauweise. Rollenkreis fast im Stand. Und der Stefan, der hat Nerven wie Drahtseile. Er steht da wirklich wie angewachsen, bewegt sich kein Meter. Ja, und da darf man noch mal lauter applaudieren.
Ja, Stefan Wurm. Der Junge hier ganz. An den Propeller gehangen. Und die Torque Roll. Und Power. Die 400 PS ist so. Ja, und das geht jetzt leider schon los. Liebe Piloten, ja, wir haben es noch gestern gelernt. Dann darf man nochmal applaudieren. Stefan, das ist super! Und er lässt es sich auch nicht nehmen, einen Touch zu machen mit dem Spornrad. Jawohl, da mit dem Spornrad. Jawohl, da war! Und hier sind wir eine wunderleiche Wandlung. Ja. Super, Dankeschön, Stefan Wurm! Das geht nicht. Hier ist dieser Film gezeigt. Das ist aber auch ein Rock, ne? Ja. Entschuldigung. Gerrit Wolfson. Haha! Aber. Den einen oder anderen, die hat Verständnis dafür. Robert Fuchs, nein, Touch and Go. Die Motorisierung. Ja, ja, Robert, das kannst du ja auch noch mit, das habe ich ja gar nicht vermutet. Schöne Zeiten, Bruder. Dankeschön für diese Vorführung. Und der Kollege, das ist der Jürgen Kutzwiller, eine 303er. Haben wir hier den Helmut Kern. Die Spannweite 2,20 Meter und das Original hat eine Spannweite. Und der nächste natürlich auch hier den Wind aus. 10 Kilo. Gerrit Morrison. Tja, und der nebelt sich ein. Gestern hatten wir auch einen Kandidaten, der hat sogar sein Modell fast gar nicht mehr sehen können. Und dann später haben wir ihn nicht mehr gesehen. Das war sozusagen ein strömungstauglich, das Modell, das Original, bedingt kunststauglich, extra. So, Ralf Fuchs mit seinem Air Racer. Applaus nochmal für unseren Ralf Fuchs. Man merkt, wo die gebürtig herkommen. Da geht es auch um Geschwindigkeiten. Er wohnt also nahe des. Es kann dann auch passieren, dass der ein oder andere gar nicht zum Fliegen kommt, weil wir müssen uns jetzt. Der Papa steht daneben, der zittert auch immer ein wenig. Mensch, muss ich wieder einen neuen Flieger bauen, aber da nicht zu wundern können. Ja, Dominik, 14 Jahre ist er. Schauen Sie sich das an. Dankeschön und heute Nachmittag, Dominik, da werden wir einen kleinen Fall. Das ist genau Kommando, wie ihr das zu machen habt hier. 50. Es geht nicht, Leute, wir können nicht zu lange warten, das nützt alle nichts. Also bitte sofort zurück. Okay, ihr zwei erstmal raus, wir sitzen schon. Drauf, dass da auch drum geflogen wird und nicht abgekürzt wird.
ihr müsst aufpassen, dass ihr da vorne nicht drin steht. Und die Ordner geflogen. Und ist auch dieses Jahr wieder seit 1998 in der US Matching Liga on the Limited Class. Derek Morrison, Alec! Haha! Heute sind sie gut, dann merkst du sie gut. Und es steht also da drauf. Also, liebe Piloten, ich habe eine Bitte. Der Flieger ist gerade angekommen. Ja, ganz einfach. Da konnte der Junge nichts mehr machen. Hier ist gerade der Flieger, der also da hinten runtergefallen ist. Sie haben gesehen, wo er gestartet ist. Schade, schade, kann passieren. Jetzt schauen Sie alle hier vorbei. Junge. Kike Sommazzini. Und der Kike. Und war bereits argentinischer F3A-Meister mit 10 Jahren, meine Damen und Herren. Und da darf man ruhig mal applaudieren. Kike Sommazzini aus Argentinien, wohnhaft in den Vereinigten Staaten. Und er gewann auch mehrere, viele Wettbewerbe. Wenn man sich überlegt, er gewann in der F3A-Klasse bei den Weltmeisterschaften im Alter von 12 Jahren. Hat beim TOC Las Vegas 1990 im Freestyle-Programm. Und jetzt schauen Sie sich mal die Landung an. Das Flugzeug im Slip. Und so landen auch die Manntragenden. Jetzt ausgebremst, Fahrt weggenommen. So. Und es geht los als erstes Jürgen Fichinger mit dem Rare Bear. Im Original war es die Bearcat. Und der Rare Bear hat vor Jahren den Geschwindigkeitsrekord gehalten im kolbengetriebenen Propellerflugzeug. In der Ausstellung der Straße. Und der Jürgen hat so, der ist Wuppert genau das gleiche. Und ich vermute los. Landeplatten sind ausgefahren, Fahrrad ist ausgefahren. 150 Kilometer, absolut. 90 Kilo. Andreas Wuppert, Dankeschön für deine Vorführung. Extra fahren, um Gottes Willen. Extra fahren. Nicht um Gottes Willen, sorry. So, Landung, da ist sie, die zweite Bearcat. Und Jürgen Sickinger nimmt nochmal.
Vierzylinder Boxermotor. Und der Jürgen der Kanne für 30. Jawohl. Da fehlen noch zwei Fontana. Und logischerweise unser Wolfgang Matt und Roland Matt haben. Und jetzt auf den zum Loop. Jawohl. Meine Damen und Herren, da darf man auch mal applaudieren. Schauen Sie sich das mal an. Und Sie kommen sich schon ein wenig näher. Extra Fahrt der Firma 3W. Und der Fünfte wird sich jetzt da gleich wieder zugesellen. Und let's go, gleich in die Torrolle. Schauen Sie sich das mal an. Das ist hier Fontana. Extra Fahrt. Fünfte CP-Noten. Extra Fun aus dem Hause 3W. Ticket auswählen! Ja! Ja! Da war wieder einer! Ich von hinten rein, mach dich weg! Ich kann dich nicht mehr sehen. So ungefähr sah das gerade aus. Jawohl, da war ein Touch hier und nochmal. Ja! Applaus, meine Damen und Herren, und auch die Piloten hier. Was ist los? Ganz toll habt ihr das gemacht. Und mit diesen Marken können Sie an unseren Getränkekannen Stand was zu trinken bekommen, sowie auch Kaffee und Kuchen. Und dieser Stand ist. Und sie hat auch einen Pfandflyer mitgebracht. Und dieser Pfandflyer ist motorisiert mit einem 40 Kubikzentimeter Motor. Also das Hobby spricht ja, auch. Jetzt schau mal in die Rückenlage und dann Highspeed über den Platz. Das ist eine sehr, sehr tolle Geschichte, diese Oldtimer, gerade die Airliner, über den Atlantik zu fliegen. Aber so wie es ausschaut, wird nächstes Jahr eine Super Constellation. Schauen Sie sich das an. Radbremsen, Uli, und jetzt bremst er sie ab und sie steht. Jawohl. Das ist der Wolfgang Renno. Jawohl, und genau auf die Hartbahn. Wolfgang bremst. Super, danke schön, ihr beiden. Einmal Uli Richter und Wolfgang Renno. Hier vorne für die Vorbereitung, für den Vorbereitungsraum zuständig sind. Und damit geflogen. Und die Smellack war ein relativ kleines Flugzeug gegenüber der Krug oder der Dromedar, die später dann kamen. Motorisiert mit einem 9-Zylinder Werdenew Sternmotor mit einer Startleistung von 315 PS. Das Modell hier hat eine Spannweite von 2,80 Meter und ist motorisiert. Übrigens wird hier auch ein Film gedreht von der Firma P&R Medien über dieses Event. Auch von der Firma 3W, 1,90 Meter Spannweite, komplett in Holz gebaut und motorisiert ist dieser Extrafan mit einem 24 Kubikzentimeter Einzylindermotor der Firma 3W. Und der Kollege ist auch soeben gelandet mit seiner Jodel Rebord. Man sieht auch, die Landeklappen wurden ausgefahren. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie groß dieses Modell ist. Und wir sind hier und Alexander stehen daneben. Nach Las Vegas und dann geht es also richtig zur Sache. Da geht es um Preisgelder von einigen hunderttausend Dollar, die da vergeben werden. Und da trainieren unsere Piloten, die wir hier haben, schon auf den Donner. Einen riesigen Applaus. Vielen Dank, dass Sie den Würfel hier haben.
Los geht's, Jürgen Schreiner mit seiner Raven. Raven, ein Flugzeug, was in Amerika. Auf und er würde sich dann zum Hagebusstadt begeben. Schauen Sie das mal an, der Jürgen, man sieht ihn kaum noch. Für diese Vorführung. Und jetzt, meine Damen und Herren, Sie merken schon das Lachen ein wenig. Wenn man also gesehen hat, da kommt jetzt der Flugzeugspott, der eine kleine Zündbude hat. Da hat was anders als ganz normal. Wir fahren dann also auch so nach der Lange oder dann teilweise zu spät. So, ich denke mal, die beiden hier gerade im Lubing, das ist Jürgen Meyer mit der eingeschalteten Rauchanlage. Und mit Erdbeergeschmack dann tief. Und jetzt wieder so mal. So, nochmal, bitte Kanal 53 und Kanal 70 abgeben und auch Superlandung von dem Jürgen Meyer mit der Software in die Luft lassen. Und das ist Uli Richter und der Wolfgang Renno. Los geht es. Und ich bin, kannst du mir ein Zeichen geben, bist du soweit schon dann klar, ja? Du kannst auch schon. Dann kommt der Kieke und der Garrett. Jawohl! Und liebes Publikum, ich höre noch mal einen tobenden Applaus für unsere drei POC-Piloten. Das Extraballett. Ja, ich denke jetzt kaum auch die Bilder für sich gesprochen, meine Damen und Herren. Nochmal ein riesiger Applaus. Bitte, Herr Ampel, gerne mal. Wenn wir ein historisches Flugzeug vorfliegen und wenn wir richtig und ausgerüstet ist, diese B-35 mit einem 120 Kubikzentimeter Motor. Und der nächste natürlich auch hier den Wind aus. 18 Kilo. Garrett Morrison aus Ludi in Kalifornien. Die Zuschauer bitte jetzt sofort. So, und der Ulrich ist gelandet. Dankeschön, deiner B-35. So, Michael. Fragen haben, soll ich was sagen wollen über die Flugzeuge, vielleicht auch über euch. Und sind also für Sie bereit, auf irgendwelche Mützen oder T-Shirts was zu unterschreiben. Links auflaufen, kurz vor dem Zelt, da ist die Security, die jetzt gleich steht hier ein bisschen, ich weiß nicht, was ich weiter vor.
zeigen, dass er auffliegen kann. Und Und jetzt will ich das noch ein bisschen tiefer sehen, Jungs. Denn ich weiß, ihr könnt das. Und die Pilot der 40er Jahre, die Kolbenmaschinen überholen. Angefolgt vom Armin. Überlandung und Riesenschlaus hier von den Kanada. Ganz oben sucht der Jürgen den Himmel nach Falten ab, aber die sind schon gelandet. Jürgen ist in unten. Der Armin Morgen soll bitte. Und ich denke mal, alle machen da. Und die Mäh ist im Modell wie im Original immer kritisch gewesen. Und auch er hat dann einen hervorragenden Resultat. Die Reihen sind gesetzt, Fahrer getroffen, fängt dann kurz über den Platz ab, Superlandung, und ich denke, die Super Show hat einen riesen Applaus verdient im Nachhinein. Jetzt will ich was hören, die Leute, denn Thomas sieht dann sehr, sehr selten. Und dein Rückenslip. Die extrem der Höhenruderausschlag ist. Das wirkt fast wie eine Bremse. Keine Talkrolle, sondern ein. Und eben hat das Leiter. Applaus für den Robert. Schauen Sie, was er mit dieser großen Reven macht. Sie hängt am Prop und steht. Meine Damen und Herren, sind auch 200 Kubikzentimeter Motorpower von 3W. Aber hier eingebaut ist nicht der Vierzylinder-Boxermotor von 3W, sondern der ganz neue 200 Kubik. Im Original 5,10 Meter Spannweite. Schützen euch auf eine Flugtat-Sieg. Fragen Sie doch mal die Piloten, ob sie noch eins das erste Mal geflogen. Wir haben also drei Stück von diesen Flugzeugen hier vor Ort.
Der Herbert Fuchs hat auch eine mitgebracht und logischerweise auch der Werner Hagen, der Konstrukteur. Sternmotor, ein Jägerlust, das ist ein russischer Motor, der auch in der Jagd betrieben wird. In der Sukhoi und dieser 19er Sternmotor hat eine Startleistung von 400 PS. Weil die manntragenden Kunstflugzeuge, die Piloten lichten natürlich auf. It's unfortunate. You have airliner? Yes, one. DC-10? Yes. Robert Rauch? Yes. Da müssen wir aber noch ein bisschen Gas geben. Dankeschön, Hans-Burg, hier aus Sinsheim. Und heute heiraten. Und er hat extra seinen Hochzeitstermin verschoben. Der seine Hochzeit verschoben hat. Nein, wir sollten uns nachher noch mal unterhalten. So, und jetzt hier nochmal ein langsamer Überflug. Nein! Wir gehen nochmal in die Torfalle, die beiden. Alex, ich bitte dich, weiter drin zu bleiben. Bitte weiter drin bleiben. Ja, Smoke on! So, meine Damen und Herren, wir werden absolut und hier vorne schon der Airbus Kickstart Vorbereitung. Gesamtstoßart in Gottes Willen. Und Herren, man darf hier auch nochmal applaudieren, was die beiden uns jetzt zeigen. Und dann bitte ich euch auch jetzt zu landen. Unser Airbus ist aufgetankt, die Turbinen werden vorbereitet. Landung vor. Ein Airliner, ein absoluter Skill-Nachbau. Drehzahl ist erreicht, Radbremse gelöst und startfrei für unser Synchronteam. Zweimal Lex 39, einmal Bremse. Und der eine hat auch ein Problem, vielleicht die Bremse festgegangen. Und in dieser Zeit sind knapp schon die ersten Nachsteller in solche Turbinen. Da schalten die Verrückten hinten die Lampe an und dann haben die nochmal 50% mehr Leistung und einen Riesenlärm. Wir haben dann hier einen Turbinenhubschrauber gehabt. Waffe, die haben solch Turbopop-Triebwerke. Und hier langsamer Überflug, Wolfgang Kappler raus, jawohl. Und er wird sich jetzt dazu gesellen, mal Applaus, die technischen Probleme sind behoben. Sind an die Klappen ausgefahren und jetzt absoluter Langsamflug. Und ich denke mal, tiefer geht es nicht. Jawohl, super. Auto habe ich auch noch liegen. So, nochmal. Ey, ja! Ich meine, eigentlich alle begleitet der Markt nochmal im Rückenflug. Und hier Wolfgang hat noch einen Teil. Ja, super! Und Radbremse rein und da rutscht man weg. Und da sagt man mir gleich bestimmt wieder, schon wieder ein Bremsplatt, ein oder aus. Und das wird doch wieder butterweich. Das ist gigantisch. Und nochmal einen großen Applaus für unsere beiden hier, Wolfgang Kappler und Marc Petra. Schauen Sie mal, wie er reinkommt. Super Landung, Peter. Applaus für Peter Michel mit dem Airbus A330. Und so realistisch. Und ich gebe jetzt wieder das Mikro an den Jürgen Meyer. Ja, danke, Michael. Bleib mal ruhig noch hier. Du wirst es öfter noch gebraucht. Und der Ultimate hat den Original gehalten. Und das hat sich auch erwiesen. Das war sehr, sehr gut. Eigenschaften doch nicht so besonders gut waren wie im Modell. Und der Ultimate konnte sich in der Wettbewerbsfliegerei nicht durchsetzen, aber wird heute so sein, mein Urlaub. Dann wollen
Es gibt nur eine originale Version von diesem Flugzeug. Und die Gesichtsfarbe ist sehr wenig selbst, ohne PS-Motor. Martin, sind Sie denn klar mit den extra Fun? Die Olis, genau. So, Michael, komm. Ich übergebe nochmal das Mikrofon an den Michael. Okay, wir hören uns gleich wieder. Und die schlägt unser Flugzeugsprecher Jürgen Meyer. Und der zweite, in der gleichen Zeit auch ein ziemlicher. Der Motor ist der Wir erinnern haben sie also damals schon, sagte ich jetzt hier im Baujahr 1980 Boxermotor. Das war der allererste hier gleich mit Show 18. Don Berns, die beiden Jürgen Meyer. Und ich denke, das ist schon mal ein Zwischenapplaus wert, meine Damen und Herren. Denn ich sehe sehr gut Arbeit. Superlandung von Thomas Franz mit der BE2E. Und das, was er hier und zeigt, den sein Programmpunkt oder zwei Programmpunkte geschildert liegen. Ja, da hat sie wieder. Auch für unsere neuen Jungs hier, das haben die super gemacht. Dankeschön. So, und jetzt, wenn Leute die Fragen haben, für euch was fragen wollt, über die Flugzeuge vielleicht auch über euch. Da fehlt noch zwei Fantana. Und es steht also da drauf. Auch die Flying after all later. Just bluster all the time. Yeah. I'm here. I'm Roy Toto. Top man in the attack if he can. No. Nice.
Wörtlich genommen. Die Turbine. That's what I couldn't get, the range. Exactly. Yeah. Just a very small area which you did. Aber super gemacht. Also, that means you can order single parts. That's right, yes. Wir haben leider einen sogenannten Flame-Out, das heißt, die Turbine steht still. Rechten Männer wie wir und ein Rechten mit King. Das ist ein Torhaken. Komm und steig bei mir ein. Nicht so schön, wie ein Flieger zu sein. Den Kanal mit der Sendung, mit dem Part Nummer 66. Beim Start aufgrund des engen Fahrwerkes schwierig zu beherrschen, aber hier geht alles problemlos. Das war Manfred Schmiedel aus Neustadt. Ja, beide sind, Sie werden es unschwer erkannt haben, mit Elektromotoren ausgerüstet. Zaubert uns hier eine Landung hin, wie es besser nicht sein kann. Dizaines d'années maintenant, il a sillonné le ciel de nombreuses manifestations dans le salon de la porte de Versailles. 1, 2, 1, 3. Ovation. Phare allumé, tout est ok, 90, 86, 81, il a donné le ok. 79, on était à 79 au moment du contact 5. Oui! Excellent! Je vous promets que les deux seront en l'air en même temps. TWA clear to take off. Welcome, report airborne. Si c'est beau! Richtung Traunig, mit dem Schlafweiler, bitte in die Vorbereitung.
basement ground floor car park of the hotel. There are approximately 1,000 milliamp batteries and 4,500 on the flaps. Yes, and the wings. In the wings they are 1,000 milliamp batteries. Motor auch von der Firma 3W und jawohl, schön im Messerflug. Zack! Und eingerissen hinterher.